Erinnert ihr euch an mein Video vor ein paar Wochen, wo ich meine Himbeeren angebunden habe? Da hatte ich über eine Sorte kurz berichtet, die sich nicht so gut vermehrt. Die bleibt kompakt, gibt nicht so viele neue Triebe. Und da habe ich gesagt, ich schneide ein paar Spitzen davon ab und mache Stecklinge davon. Das habe ich auch gemacht. Das sind die Stecklinge. Und noch eine Zeit lang davor hatte ich dieselben Himbeeren schon einmal beschnitten und diese Stecklinge gehabt. Ja, diese Stecklinge. Und ja, die haben keine Wurzeln geschlagen. Aber ich habe was anderes gemacht. Ich habe die Knospen hier ausgebrochen. Diese Knospen. Also ich habe die zuerst bisschen wachsen lassen, so wie hier in diesem Stadium. Dann die Knospen ausgebrochen und an diesem Beispiel zeige ich, wie ich das gemacht habe. Mit etwas Altholz dran. So. Die möchte blühen. Das kommt auch ab. Dann habe ich das hier unten ein bisschen sauber gemacht. Wenn das dran bleibt, dann gibt es keine Wurzeln. So, mein Steckling ist fertig. Dann kommt das noch in den Bewurzelungspulver und dann wird das hier so reingedunkt und in die Erde gesteckt. So einfach. Die Erde ist fast trocken, also kann man sagen trocken. Ich verwende dafür gerne die Erde von Flora Gard, die Chili-Erde. Das ist die beste Erde überhaupt, die ich jemals in der Hand gehalten habe. Ja, und das, was ich gerade eben gemacht habe, habe ich ungefähr vor 3 Wochen mit den anderen ersten Stecklingen gemacht. Und vor ein paar Tagen erst habe ich das Ergebnis gesehen. Das sind die ersten Wurzeln. Hier sieht man, dass die Spitze ausgebrochen war. Die Blüte. Es wird einfach so locker in die Erde gestellt. Wenn ich das gleich wieder ins Haus reinbringe, dann sprühe ich hier mit Wasser oben drüber, dass die Blätter ein bisschen nass sind. Aber ich mache nicht die Erde nass, also nicht extra. Und das ist überhaupt krass, wie viele Wurzeln hier sind. Die Himbeeren. Hier geht es erst los, ganz kurze Wurzeln. Es wird irgendwie nicht scharf da. Das geht, glaube ich, kaputt. Das ist schwarz. Kann ich gleich wegwerfen. Und das. Das muss ich hier abmachen. Das habe ich gemeint, dass hier diese, dass das hier abgemacht werden muss. Dann wird das zugemacht, mein Mini-Gewächshaus, provisorisches, und das kommt gleich in die Küche unter die Lampe. Und dasselbe habe ich auch mit Hortensien gemacht. Schaut mal euch das an. Das ist auch aus einer Knospe, die aufgewacht ist, dass sie so viele Wurzeln gegeben hat. In so einer kurzen Zeit, mega. Dann stecke ich das wieder so locker rein und dann besprühe ich das wieder von oben und das kommt unter Pflanzenlicht. Und das Ganze steht auch noch in einer großen, durchsichtigen Kiste, die geschlossen ist. Das habe ich mir aber nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe das von meiner Kollegin, von einer anderen YouTuberin aus Weißrussland. Da habe ich das bei ihr gesehen und ich fand das so genial, wie sie alle möglichen Pflanzen
versucht, mit dieser Methode zu bewurzeln. Also bei ihr klappen auch Rosen. Sie sagt, mit Klimatis sollte das möglich sein. Ja, mit allen möglichen Kulturen, und das versuche ich jetzt auch. Und ich werde auch gleich draußen im Garten ein paar Rosenknospen ausbrechen und auf dieselbe Weise hier bewurzeln lassen. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das geklappt hat. Also bis jetzt hat es bei mir mit den Rosen nicht geklappt. Da bin ich wahrscheinlich schon 2 Monate dabei, dass ich immer wieder von draußen irgendwelche Stecklinge geholt habe. Dann sind die Knospen aufgewacht, grün geworden, ein bisschen ausgetrieben, grün geworden und dasselbe gemacht wie jetzt hier, aber das hat irgendwie nicht gebracht. Wahrscheinlich war das immer noch der falsche Zeitpunkt, vielleicht zu früh gewesen, ich weiß es nicht. Jetzt erwacht ja alles zum Leben und vielleicht ist das auch der ausschlaggebende Punkt dafür. Diese Stecklinge habe ich heute gemacht. Das sind 2 gelbe Himbeeren und die anderen 4 von der schwarzen Himbeere. Drückt mir die Daumen.